Hey Leute! Hey Leute! Heute ist wieder Sonntag, das heißt, wir reden über Marvels. What if? Und diesmal ist die Frage: Was wäre, wenn Thor ein Einzelkind wäre? Oh, krass! Ja, die Frage ist genauso krass wie die Folge im Prinzip, weil man kann eigentlich sagen, dass diese Folge ja nur eine Spaßfolge ist. Und zwar ist Thor halt ein Einzelkind und dadurch wird er halt so ein Partymensch, weil er ja keine Verantwortung mehr hat. Ist so ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Und deswegen geht er jetzt auf die Erde, macht eine Party. Das findet aber S.H.I.E.L.D. nicht so cool, dass er da rumpampelt und macht, was er will. Deswegen holen die Captain Marvel. Dann boxt sich halt Thor mit Captain Marvel und im Endeffekt wollen sie dann beschließen, den wegzubomben mit einer Atombombe anscheinend. Und das findet dann aber wiederum die Jane Foster nicht cool, deswegen ist sie halt unterwegs nach Frigga, die gerade, was war das? Sommernachtsparty ist oder so? Ja, Sommersonnenwende oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Und dann holt sie halt Frigga zurück und Thor erfährt das, findet das scheiße, aber er hat Angst vor seiner Mutter, deswegen macht er halt die Erde wieder sauber, so ungefähr. Und als Frigga dann ankommt, ist Thor halt am Lernen, wie was so auf der Erde abgeht, und Captain Marvel bringt ihm noch so ein Tablet mit ganz vielen Infos, und ja, das ist im Prinzip ganz kurz zusammengefasst, worum es da geht. Wie gesagt, eine ziemliche Spaßfolge, ist halt auch ganz viel lustiges Zeug dabei, das kann man im Prinzip alles nicht so wirklich ernst nehmen. Und ja, dann sag doch mal, was hat dir gefallen an der Folge, wenn dir überhaupt was gefallen hat? Man muss dazu sagen, Matthias ist ein sehr großer Thor-Fan. Was hat mir gefallen an der Folge? Mir fällt nichts ein. Okay, was hat mir gefallen an der Folge? Da waren schon ein paar lustige Momente bei, ja, aber insgesamt gesehen war das alles irgendwie, finde ich, sehr albern und sehr überdreht. Howard the Duck war dabei, der dann mit Marcy hat er, glaube ich, geheiratet sogar. Mhm. Und das hat man aber nur einmal kurz in der Szene gesehen, da wurde nie wieder drauf eingegangen, so wirklich. Generell war das alles, ja, sehr gerusht. Und man ist da nirgendwo groß hängen geblieben, man ist da nirgendwo generell groß geblieben. Es wurde gesagt, Heimdall, pass auf Thor auf. Und Heimdall hat aber eigentlich nichts gemacht. Also, der hat nicht mal geredet, der war einfach nur da. Macht ein Thor auf, teleportiert die Person weg. Und dann beim nächsten Mal wieder, macht wieder ein Thor auf, teleportiert die Person weg, und das war's eigentlich. Das war Heimdalls Aufgabe. Ja. So, und der hat eigentlich gar nicht aufgepasst. Seine komischen, lustigen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die wilden Fünf oder so, seine lustigen Krieger da, die waren eigentlich auch voll irrelevant. Die hat man nur zwei, drei Mal kurz gesehen. Ja, da war halt Drax dabei, unter anderem generell ein paar von den Guardians und alles lustig, haha, wir saufen, machen Party und juhu. Und ja, wie gesagt, waren ein paar lustige Szenen dabei. Kommen wir jetzt zum Negativen. Da kannst du doch richtig loslegen. Ich würde mal sagen, von allen Folgen von What If ist das bisher die schwächste, definitiv. Wie gesagt, die Handlung ist irrelevant und albern. Genau wie die Charaktere selber auch so relativ sehr albern und irrelevant dargestellt werden. Mhm. Und Captain Marvels Ambition kann man auch nicht so ganz irgendwie nachvollziehen. Die kommt einfach rangeflogen. 40 eine Runde mit Thor, weil die keinen Bock hat, dass er jetzt Party macht, so, also irgendwie, weil S.H.I.E.L.D. das halt nicht passt. Aber seit wann ist Captain Marvel S.H.I.E.L.D. Supersklavin, so weiß ich auch nicht. Ja, wegen also, Fury halt, und Fury wurde ja von Kork oder wie der nochmal heißt, weggeballert. Ja, aber insgesamt ist das auch so ein bisschen sehr dünn alles. Ja, ist halt alles super albern, ne? Also, und ich sehe auch dann die Frage nicht von wegen, was wäre, wenn Thor ein Einzelkind wäre, was hat das damit zu tun, dass er einfach nur Party macht wie ein Bekloppter? Ja, das ist so ein bisschen weit hergeholt, ja. Das ist so eine ganz schwache Folge. Macht halt alles wenig Sinn im Konzept dieses What If. Das ist wirklich einfach nur, okay, wir wollten jetzt im Prinzip mal gucken, wie wird Marvel aussehen, wenn Disney das jetzt gemacht hätte mit Thor. Ich sehe das halt so, ne? Die Serie heißt ja schon What If, und dann denke ich, dann soll es um so Fragen gehen. Was wäre, wenn jetzt irgendwie wirklich irgendwas interessant anders gewesen wäre, wie hätte sich das ausgewirkt, so nach dem Motto? Wo man sich dann im Vorgang guckt und sich denkt, interessant, ja, das hätte dann wirklich so laufen können. Zum Beispiel dann, was wäre, wenn Ultron gewonnen hätte? Weil der taucht nämlich am Ende dieser Episode kurz auf mit den Infinity-Steinen, aber es ist gar nicht Ultron selber, sondern eigentlich Vision in einer Rüstung, die aussieht wie Ultron. So. Genau.
Und das wäre eigentlich ganz interessant gewesen, weil dann hätte man zum Beispiel diese Geschichte aus den Comics erzählen können, dass er halt im Prinzip die Erde erobert hat und die Avengers müssen sich dann noch einmal zusammenschließen, um den Platz zu machen oder so. Irgendwie so, ja. Das wäre halt irgendwie interessanter gewesen, als einfach zu sagen, okay, wir haben einfach Spaß und gucken mal, was man so machen kann im Prinzip, was man hätte machen können mit den ganzen Szenarien. Also das ist jetzt der kleine 16-jährige pubertierende Thor, der will den ganzen Tag saufen und Party machen auf der Erde, lädt alle seine Kumpels ein, haut ein paar Sprüche raus, bums, Folge vorbei. So. Ja, wie gesagt, das fühlt sich so ein bisschen irgendwie ein Disney-Film im Prinzip. Du hast in der Mitte so, oh nein, das ist ja eigentlich gar nicht cool, was der macht und deswegen müssen wir jetzt so Captain Marvel holen und dann kommt Captain Marvel am Ende nochmal. So. Du hast gelernt, dass das nicht gut war. Deswegen helfe ich dir jetzt, dass deine Mutter dich nicht ausschimpft, so ungefähr. Ja, ist halt... Ganz schwach, ganz dünn. Ja, sehr dünn, ja. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ist jetzt Folge 7, glaube ich sogar. Das heißt, wir haben nur noch 2 Folgen, glaube ich. Und das dann als eine der 9 Folgen, die man jetzt halt in der ersten Staffel hat, zu machen, ja... Ist so, bis jetzt wieder die Serie, finde ich, nicht eigentlich so stark, unnötig, ne? Sehr unnötig bis jetzt eigentlich. Ja. Also du hast 1, 2, 3 Folgen dabei, die waren schon ganz gut, aber den Rest, den hättest du bis jetzt eigentlich auch schenken können. Aber auch nur im Kontext, ne? Das muss man auch wirklich sehen. Wenn man da jetzt sagt, die waren ganz gut, dann waren die nicht ganz gut im Sinne von echt gut. Geht, also die... Ich fand die dann ganz gut im Sinne von nicht scheiße wie die anderen Folgen. Die Folge, wo zum Beispiel am Ende Hank Pym kam und der war im Prinzip der die Avengers umgebracht hat und so, das war ganz interessant. Ja. Das mit Dr. Strange war cool und das halt mit den Zombies, das war auch cool. Das war aber so gerade so, dass man sagt, die Folgen waren nicht schlecht. Ja, das mit Dr. Strange war sogar ganz gut, aber halt auch kein Überbringer, wo ich mir jetzt denke, boah, die hat mich voll weggehauen, die Folge. Also so wie es dann im Internet hieß, von wegen, oh, das war der emotionalste Moment im ganzen MCU. Ja, weiß ich nicht. Aber jetzt ist ja echt, also die Folge ist auf jeden Fall der Tiefpunkt von allen Folgen. Ja, die fand ich jetzt auch nicht so geil. Also, ich fand's halt nicht brutal schlecht, dass ich die wirklich hate oder so. Die war mir halt einfach nur egal. So. Wollte ich gerade sagen, also wenn ich morgen nochmal fraß, worum ging's dann, dann weiß ich nur noch, okay, Thor, Alkohol, Bums. Ja, Thor will Party machen, das war's. Und im Internet gab's wohl einige, die zu der Folge sehr starke Gefühle hatten und das ziemlich gehatet haben wohl. Und ich denke mir halt einfach nur so, ja, generell bis jetzt ist mir die Serie eigentlich rein gefühlstechnisch egal. Aber ist nachvollziehbar, ne? Das ist halt wieder dieses, wenn du jetzt irgendwie Marvel-Serien hörst, ich finde die schwächeln mittlerweile echt hart, so, das ist... Ja, das Ding ist, es fühlt sich halt echt so an, die wollen einfach nur noch auf Krampf rausknallen, ohne irgendwie groß jetzt noch ein Alleinstellungsmerkmal oder wirklich mal ein Gefühl in die Filme mit reinzubringen oder in die Serien. Du hast am Anfang hier mit WandaVision und Falcon and the Winter Soldier, ne? Da hast du noch ein bisschen gesehen, so wurde noch ein bisschen was reingesteckt, ein bisschen Mühe zumindest. Mhm. Und jetzt ist das echt so, naja. Ja, Loki war auch noch ganz okay. Ja, aber halt auch nur ganz okay, irgendwie aber auch schon geschwächelt, finde ich im Vergleich. Und das war halt einfach auch nur wieder, du guckst es dir an, damit du weißt, was halt jetzt so als nächstes passiert im MCU. Ja. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil die ersten 23 Filme, hört sich ein bisschen lustig an, aber ist tatsächlich so. Da haben sie ja zumindest versucht, so ein bisschen auch emotional was zu machen, die Charaktere wirklich auch den Zuschauer dazu zu bringen, dass er auch wirklich investiert in die Charaktere ist und das ist halt wirklich jetzt so, ja, okay, da ist halt Shang-Chi, der ist traurig, weil seine Mutter halt weg ist und sein Vater ist ein Arschloch und ja, aber eigentlich ist nur der Vater interessant und Shang-Chi eher nicht so. Dann haben wir Black Widow Film, der eigentlich zwischen Civil War und Infinity War hätte kommen sollen. Dementsprechend ist der eigentlich schon wieder irrelevant, weil das, was da passiert, interessiert eigentlich keine Sau so. Deswegen ist eigentlich auch nur da, um die neue Black Widow aufzubauen. So, man merkt halt schon, das ist eigentlich alles nur gerade, um irgendwas aufzubauen, wenn nicht. So, und das ist halt ein bisschen schwach. Das wirkt halt echt so, als wäre Marvel so ein bisschen voll geworden gerade. Ja, aber das wirkt halt einfach nur wie ein Lückenfüller jetzt irgendwie, finde ich. Ja. Also vor allem, ich habe ja jetzt auch Star Wars Visions gesehen, mal so als kleiner Vergleich. Star Wars hat zwar nach der Übernahme von Disney jetzt schwach gestartet, aber das, was die jetzt an Serien bis jetzt rausgehauen haben, war deutlich besser als das, was Marvel bis jetzt in Serien rausgehauen hat, finde ich. Traurigerweise. Und vor allen Dingen haben wir auch einen schönen Vergleich, weil Star Wars Visions ist ja jetzt die Animationsserie von Star Wars. Bad Batch mal ausgenommen, ne? Das war auch nicht so geil, aber gut, das war auch eine Kinderserie so ungefähr.
Visions ist halt viel näher an dem Original Star Wars dran, als es die Filme waren tatsächlich, die bis jetzt von Disney gekommen sind. Und deswegen muss ich einfach sagen, finde ich Star Wars, was da jetzt kommt, sehr viel spannender als das von Marvel, was neu kommt. So. Weil Marvel wirklich einfach nur noch wie eine Massenproduktion wirkt. Einfach rausknallen, 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 egal, passt schon. Und das ist mir halt zu langweilig. Ja. Ne? Denen ist es eigentlich relativ wumpe, was so, wie man so emotional jetzt investiert ist in die Charaktere oder nicht. Hauptsache, man kann jetzt den nächsten Bösewicht aufbauen, um wieder richtig Kohle einzuscheffeln. So. Das ist mir halt zu lame. So. Aber gucken werde ich es trotzdem, weil warum nicht? So ist ja, ne, wir haben halt Disney Plus, so, da kann man da halt auch mal reingucken. Ja, klar, aber ich muss schon sagen, die Serien, die sorgen auf jeden Fall dafür, dass das Licht, das auf Marvel fällt, immer schwächer wird. Ja, es wirkt halt so ein bisschen, ja, unnötig halt, ne? So, ich denke mir, warum habe ich die Serie jetzt gesehen? So, na klar, kannst du dann auch wieder so tun und als wäre das alles super geil und du kannst dir irgendwelche lustigen, positiven Sachen raussuchen. Aber na, wenn wir es halt nicht gut finden, dann finden wir es halt nicht gut, sondern was willst du machen? Richtig. Und ja, das ist halt so der Schlusssatz jetzt zu dieser Folge. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, wie immer, wie ihr die Folge fandet. Und ja, zwei Folgen sind noch da, wenn das wirklich jetzt die siebte war. Haha, hat sich gereimt. Ja, dementsprechend wünschen wir euch noch einen schönen Tag und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.